Heute hat es uns bei der Tour durchs Erzbistum ganz an den Rand des Erzbistums verschlagen. Wir sind schon fast in Salzburg, noch nicht ganz. Wir sind heute in Mitterfelden, Gemeinde Einring, und werden uns hier mal umschauen. Und als erstes geht's mal in die Kirche. Die Kirche ist 1982, glaube ich, erbaut, gell? Ja, ist sie eingeweiht worden. Das ist hier ganz ungewöhnlich, wenn man sich so ein bisschen umschaut. Es ist ein Saal eigentlich, in dem gefeiert wird, aber auch der Gottesdienst gefeiert, ja, oder? Also Gottesdienste finden immer am Sonntag um 10 Uhr statt hier. Und in der Kapelle ist auch noch am Donnerstag eine Werktagsmesse. Aber man kann eben hier auch die Stühle raustun. Ja, es ist für Veranstaltungen sind hier möglich. Das Pfarrfest und so verschiedene andere Dinge, die das Pfarrleben eigentlich ausmacht in der Gemeinde. St. Severin hat aber noch mehr zu bieten. Einen wunderschönen Eine-Welt-Laden und ortskundige Mitarbeiter. Herr Riedl, Sie sind Hausmeister, nicht mehr lange? Nicht mehr lange, nein, nur noch bis nächste Woche. Dann geht's in den wohlverdienten Ruhestand. Wenn man jetzt hier rumfährt in dem Ort, so ein bisschen haben wir schon ein bisschen geschnuppert, die Luft hier. Es fällt auf, es ist eine ganz gemischte Bebauung. Also so ganz traditionelle Häuschen, Höfe, dann aber auch ganz große Wohnblocks. Wie kommt es dazu? Ja, die Mitterfelden ist entstanden eben nach dem Krieg. Unter dem Krieg war das der Flughafen Einring. Also das hat gehört zu Berchtesgaden, zum Obersalzberg, war das der Flughafen für den Hitler da. Und nach dem Krieg war das die Fläche da. Da sind dann die Heimatvertriebenen, haben das besiedelt dann in die Baracken. Später sind die Grundstücke dann verteilt worden, haben es dann Einfamilienhäuser gebaut worden. Und dann ist halt eine richtige Siedlung draus geworden. Also eine moderne Siedlung wird halt überall so entstanden sein in den 60er Jahren. Und jetzt wollen wir ein bisschen aufs Land raus. Es soll hier einen sehr schönen Kreuzweg geben und den kann uns wohl ein gewisser Herr Weber zeigen. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und dann ist das nächste Gwen ein Kreuzweg. Von der Kirche herunten bis nach Ulrichsede. Der 80. Geburtstag war der Anlass, aber Papst Benedikt ist mit seinem Bruder diesen Weg von Einring nach Ulrichshögel nicht nur einmal, sondern mehrmals gegangen. Also ihm ist der Weg nicht unbekannt. Sie haben ihn, glaube ich, dann, als der Kreuzweg fertig war, auch das vorgestellt, zumindest ja, in Ruhe. Und er war sehr begeistert. Im Dialekt hat er dann noch gesagt, Leute, das muss ich euch sagen, das gefällt mir. Am Ende des Kreuzwegs wird man belohnt mit einem herrlichen Blick auf Mitterfelden und sogar auf das nur wenige Kilometer entfernte Salzburg. Und ich bin schon gespannt, wo es hingeht beim nächsten Teil der Tour durchs Erzbistum.